die Indianer sagen, oder haben gesagt, muss man fast sagen, heute ist ein schöner Tag zu sterben. Man kann selbst aus dem letzten, aus der Schnappatmung noch den Mut besitzen zu sagen, es kann nur besser werden. Danach können wir zwar nicht mehr lesen, weil wir keine Ohren und Augen oder keine Augen mehr haben und kein Gehirn mehr, aber es wird besser. Es wird mit Sicherheit besser. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, die mutig genug sind, das laut zu sagen. In Büchern der Herr Doktor und der junge Skater oder Rapper oder Hip-Hopper oder Kleinkriminelle oder der Hartz-IV-Empfänger, der sagt, ich nehme mir jetzt einmal, ich halte mal kurz still und finde meine ganze Situation geil. Das ist nicht zynisch. Ich habe ganz schlechte Zeiten erlebt in meinem Leben. Da habe ich mir zum Beispiel abends beim Einschlafen gedacht, erfahrungsgemäß werde ich die nächsten 8 Stunden nicht geweckt. Mhm. Ich ziehe jetzt mir die Decke so hin, nimmer, und wenn es ein Stofftier ist oder das Kissen, und schlaf, wie wenn nichts gewesen wäre, wenn nichts mich umgibt, sondern nur mein Wohlgefühl. Und das ist jedem zu wünschen. Es gibt ja auch Leute, die im Gefängnis sitzen. Es gibt Leute, die diesen Beitrag sehen und am nächsten Tag sterben. Dieser erlebbaren Wirklichkeit das Glück entreißen, das dürfen wir. Wir sind nämlich fast in der Zeit, in der man fast für verrückt erklärt wird, wenn jetzt, stellen wir sich vor, in unserem Alter tanzt man auf der Straße und sagt, ich bin glücklich. Und dann sagen die meisten, der hat einen Vogel. War immer so. Eben. Lieber ein bisschen für verrückt gehalten werden von anderen, aber lebendig, das hat mit Lebendigkeit zu tun. Das ist ja auch das, was ich eben gerade bei Ali Khan so wirklich toll finde, dass er schlicht und einfach so lebendig ist und so überhaupt nicht berechenbar ist, so wie jetzt gerade das Interview auch, weil ich mit ganz anderem schon gerechnet habe. Na, du musst, das liegt schon auch daran, übrigens, was da kommt. Okay. Sagen viele Leute. Ich kann schon sauer werden. Also ich bin einer der größten Gegner von Dummheit, von gefühlsmäßiger Dummheit. Ich sage es jetzt hier. Da bin ich auch sehr nah dran, aber wie heißt das immer, von Frauen für Frauen erfunden, die, fällt mir das Wort nicht ein, so sehr ein Modebegriff, okay. Da fehlt Ignoranz und Desinteresse wächst auf einer Dummheit. Und auch noch stolz drauf sein, macht viel in unserer Gesellschaft aus. Das ist arrogant. Findet man viel in der Politik. Ja. Findet man viel bei Menschen, die... Und jetzt kommen wir zum Schlussgedanken, genau. Ich glaube ja, immer weniger Leute meinen heute, jemanden nötig zu haben. Dabei glaube ich, dieser Gedanke, dass wir uns alle... Wir lernen ja vielleicht 300-400 Leute im Leben kennen, nicht mehr, ein bisschen näher. Darüber hinaus aber auch sind wir so brutal aufeinander angewiesen. Wir sind brutal aufeinander angewiesen, wie gut der andere drauf ist oder wie er überhaupt drauf ist. Und wenn ich umgeben bin von Menschen, die schlecht drauf sind, klar wird einer, wie der Jesus dann einmal kurz ans Kreuz genagelt. Ja, ja. Also sich können uns eigentlich nur Gutes geben. Ich hoffe, dass du weiter gut drauf bleibst. Ja, für die mein Menschen. Bestes. Ja, und sag vielen Dank. Ja, ich danke auch. Okay. Okay. Alicantifa, das geht überhaupt nicht. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Ich spiele mit dem Biber. Ich spiele mit dem Biber. Ich spiele mit dem Biber. Warum ausgehen und Geld ausgeben, wenn Sie stattdessen zu Hause bleiben und Geld gewinnen können? Mein Name ist Norbert Bürger von Bürger and the Pretty Boys. Die Jungs um mich rum sind die Pretty Boys. Und wenn Sie mehr übers Onanieren erfahren wollen, dann schauen Sie Ali Khan TV. Im Stehen ist immer einfacher, aber im Sitzen geht's auch so. Bayern hat heute einen ganz extrigen Tag für die Behinderten
Ja? Und just an dem Tag kriege ich eine Nachricht, hallo, auf Facebook natürlich. Ich mache mal eine Ausnahme. Ich weiß ja, wie Ali Khan über Behinderte herzieht und so weiter. Ich habe das zurückgeschrieben. Lies die Mobbing-Fibel genau durch. Die ist von mir. Ja? Dann meldest du dich wieder und erwarte bitte auch weiterhin, dass du mein Freund wirst. Freund. Scheißdreck. Ist eigentlich mein Gast, den ich erst dann mit Namen nennen werde, das beantwortet hat. Seid ihr bei Facebook oder bist du bei Facebook? Leider ja. Leider ja. Aha. Juhu, könnte man sagen, kein Musiker, sondern es geht eine Gruppe beziehungsweise dich selber, Menschen, die sich um Kunst kümmern, obwohl der Name an ein guter Bandname wäre, Intoxicated Demons, heißt übersetzt so viel wie? Freundliche Dämonen, und es gibt in der Tat eine Band, die heißt so. Ah, ist es hängt die mit euch zusammen oder ist? Keinsterweise. Okay, ihr habt es mit Kunst zu tun, im Groben, was ist es? Ist es sowas wie Gruppe 54, bist du selbst Künstler, Maler, was bewegt dich oder hat dich dazu bewogen, so eine Gruppe zu gründen? Also die Intoxicated Demons selber ist ursprünglich eine Galerie aus Berlin, die mein Bruder und ich vor knapp 3-4 Jahren aufgemacht haben, die in Kreuzberg situiert war, neben wahrscheinlich 650 anderen Galerien in Berlin. Und da haben wir sehr sporadisch, sehr häufig im Jahr Vernissagen gemacht. Unsere Galerie hat den Bereich der Urban Art. Also das ist schon ein bisschen spezieller, nicht die ganz klassische zeitgenössische Kunst, sondern die etwas jüngere Kunst. Viele subsumieren darunter Graffiti, Street Art. Das Spektrum ist viel größer, das sind nur 2-3 Ausprägungen davon. Und wir haben quasi aus der Erfahrung heraus ein Netzwerk ausgebaut an Künstlern, die wir kennen, die wir ausstellen. Bei uns weniger deutsche Künstler, mehr international, ganz Europa, Asien oder auch Südamerika. Und mit denen wir quasi auch arbeiten. Urban Art, also städtische, nicht Stadtwerke, sondern städtische Kunst, was bedeutet das genauer? Inwiefern grenzt sich das ab von der anderen modernen Kunst oder wie definiert sich das? Also Urban Art... Ach, mache ich ein gutes Interview. Ich bin trotzdem... Also ist ja Wahnsinn. Kann man die Frage nochmal stellen? Einfach deswegen, dass ich einfach nochmal diese Frage... Also ganz selten, dass ich mal so eine Frage rausbringe. Aber ich habe das euch eh gemerkt. Was ist modern Urban Art? Gute Frage. Also Urban Art als solches ist kein definierter Begriff, wie zum Beispiel Lowbro oder Graffiti. Ist eigentlich ein Sammelbegriff für verschiedene Richtungen, Techniken und Stile, die wahrscheinlich in den 70er Jahren angefangen haben mit Comic, mit Graffiti, mit jetzt auch mit Street Art, Stencil-Techniken. Sind nicht eigentlich für uns nur in Europa vor allem ein Begriff, in dem wir diese junge Kunstrichtung, die von der Straße, vom urbanen Raum kommt, letztendlich eigentlich bisher nur auf der Straße Ausdruck gefunden hat, zu subsumieren und quasi zu umschreiben. Was unterscheidet denn dann einen Graffiti irgendwo an der Bahnhofswand von Kunst? Oder gibt es da keine Unterscheidung? Also für uns gibt es da eigentlich keine Unterscheidung, weil Kunst hat verschiedene Ausdrucksformen. Der eine macht eine Skulptur, der nächste malt eine Oma auf der Wiese, die Blumen pflückt, und der nächste malt eben ein Stencil an die Wand. Ich stelle mir da jetzt recht grelle, gesprayte Geschichten vor, recht Kunst mit sehr unterschiedlichen Materialien. Wer ist denn da so ein Protagonist, den man kennen sollte, wenn man sich mit Urban Art befasst? Also der eigentliche heimliche Popstar ist ja eigentlich Banksy, der mal irgendwann in einem Museum einfach seine Bilder hingehangen hat und dadurch berühmt wurde und jetzt auch schon 100.000 Dollar Beträge kassiert. Also der hat einfach seine Bilder selbst reingetragen, nicht geklaut, andere, sondern hat seine reingehängt und andere abgehängt oder drüber gehängt. Also wie jetzt genau, weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich glaube, es war im Museum Modern Art New York, hat da einfach seine Bilder hingehangen mit seinem Text unten drunter. Und plötzlich wusste eben jeder, Banksy, der